Ja gut, aber was haben wir? Wir haben jetzt hier... Ach, ah, genau, mit der sind wir angekommen. Die hier führt uns weiter. Skytram aktivieren, aktivieren. So. Zack, Speichern. Aha. Bin ich mal gespannt. Wir sind ja auf dem Weg zum Delta-Komplex. Ich kann nicht mal in die PDA schauen jetzt während der Fahrt. Ist ja schlimm. Damit wir in die Hölle kommen sollen. Wir sollen das Artefakt, was ja ein Portal darstellen soll, was uns jetzt nicht unbedingt wundert, weil das sah bisher in allen Sequenzen so aus und war im letzten Teil auch so. Das sollen wir zurück in die Hölle bringen, weil da ist es am besten aufgehoben. Ist halt die Frage, was wir auf dem Weg noch alles für Schwierigkeiten kriegen werden. Weil ich glaube, die Hölle, der Türsteher, da ist schon gar nicht so schlecht. Der lässt nicht hier jeden rein. Reaktorbetriebszentrale. Alles klar. Ist mal alles mit dem. Hier kommen das Zeugchen auch mit. Fahre zum Hauptreaktor im Phobos-Labor herunter. Das klingt schon so, als ob da der nächste böse, böse Mob auf uns wartet. Der nächste Obermacker. Oh. Na? Na, hier müsst ihr nicht weinen. Die sind alle nicht ganz so fit, ne? Das sind ja Füße. Ach, hier würde man die Waffe kriegen, wenn man die nicht übersehen hätte. Haben wir ja nicht. Wir haben ja extra nachgeschaut und unter der Treppe gab es sie ja. Aber damit man halt nicht leer ausgeht, gibt es quasi eine zweite Chance darauf. Da ist er. Bam, bam. Das gefällt mir nicht. Nein, weg. Und bam. Rüstung. Ja gut, Rüstung haben wir jetzt genau gar keine. Ist eigentlich, glaube ich, nicht der beste Weg. Hier haben wir aber auch sonst nichts. Das sieht schon ganz nett aus. Das ging schneller als erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, man muss sich irgendwie wieder durch drei, vier Etagen durchkämpfen. Durch ewig viele Büroräume und andere Gänge. Aber nö, es geht relativ schnell. Das ist interessant. Und, scheint schon gestorben, ja. Warum hier das Kleinzeug? Das ist mir damit ziemlich egal. So, das ist, glaube ich, mal der richtige Weg hier. Zumindest macht das ordentlich Damage. Damage. Und ich könnte wahrscheinlich gleich noch zurück und mir Nachschub von der Munition holen, oder? Ging's noch? Genau, hier ist noch offen. Könnte ich natürlich machen. Wenn ich es denn wollte, könnte ich einfach runtergehen und sagen, ach, guck mal, hier, ich hätte gerne noch, ich verlaufe mich mal. Und dann geht das schon. Aber ist ja Quatsch, wollen wir ja nicht. Jetzt war sogar der Weg umsonst. Aktivieren. Was haben wir hier hinten noch? Hier haben wir noch eine Stelle zum Scannen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Brückensteuerung gesperrt. Warnung. Wie gesperrt? Frechheit. Achso. Ja. Man sieht schon, wie langsam die Plasmakugeln hier eigentlich fliegen. Von daher ist das, muss man da schon ordentlich vorziehen. Oder man wartet halt, bis der Gegner ein bisschen dichter dran ist. Kann man die Teile von denen auch damit auffangen? Na, schieß, schieß. Ja. Hoi. Geht aber gut. Okay, da kommen wir her. Wir müssen hier runter, oder was? Dass sie das immer so umständlich bauen müssen hier. Alles klar. Haben wir hier noch was? Nein, anscheinend nicht.
nicht. Ich weiß, gut, da ist eine Leiter nach unten, aber es gibt anscheinend mehrere Leitern. Also war das echt tatsächlich nur so der erste Schritt, den wir hier gemacht haben. Es war noch nicht der Raum, wo dann der finale Bosskampf hier stattfinden wird. Falls es sowas überhaupt gibt. Aber es kommt bestimmt auch noch. Ist eigentlich alles sehr klassisch aufgebaut. Das heißt, es wird... Man fängt irgendwie gemütlich an, trifft du die ersten Gegner, dann geht es noch ein bisschen gemütlich weiter und irgendwie steigert sich das dann und steigert und steigert und irgendwie so wirklich überragende Momente sind dann auch eher selten gesehen. Wir haben den Reaktorschlüssel und den PDA. Reaktorschlüssel? Wo? Warte, wo kam das Ding noch rein? Ich meine, das hatten wir schon irgendwo mal. Ich schaue es mal in den PDA. Privat haben wir nichts. David Edens haben wir noch nicht gemacht, oder? Keine entsprechenden Audiologs? Nee. Hallo David, wir planen für Freitag hier am Standort 1 wieder ein großes Spiel. Ich habe schon deinen Kumpel James dazu eingeladen. Ich glaube, dass wir alle uns wieder ein hübsches Sümmchen von deinem Forschergehalt holen können. Ich hoffe nur, dass ich das Spiel letzten Monat nicht abgeschreckt habe. Haha, ha. Ist das lustig? Lass mich wissen, ob du kommst, Kumpel. Bis dann, VK. Der macht aber auch viel, ne, der Viktor? Dave, gibt es irgendwelche Informationen von der USC Post bezüglich einer Artefaktlieferung vom Standort 1? Die Lieferung sollte heute Morgen auf den Weg gebracht werden. Sagen Sie mir bitte Bescheid, sobald sie eintrifft. Sie ist äußerst wichtig. Vielen Dank, Elizabeth McNeil, Leiterin der Bla. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob die... Aber was für eine Lieferung war das denn? War das irgendein Artefakt wahrscheinlich? War das vielleicht das Artefakt, was wir hier für unseren Untergang verantwortlich machen wollen? Warte mal, bin ich hier runtergelatscht oder wo komme ich her? Ja, ne? Da war ich doch erst oben. Ich glaube, ich war da oben. Lift rufen. Lift haben. Bin ich mal gespannt, wo ich hier ankomme. Ist nachgeladen, ist auch nachgeladen, hier ist nichts nachgeladen. Ich war auf jeden Fall noch nicht. Jetzt schießt da schon wieder jemand. Ja, die Waffe fühlt sich halt nicht wirklich durchschlagskräftig an, muss ich ja zugeben. Ach ne, hier sind wir reingelatscht. Hä? Wie? Achso. Ah, wir haben die Karte. Okay, alles klar. Wir sind wieder zurück. Hallo. Dann ist klar. Okay, dann verstehe ich. Dann ist der Bereich hier aber echt überschaubar. Ohne jetzt meckern zu wollen. Ah, es geht. Stichwort, es geht. Was geht denn da jetzt? Ich nehme nochmal das Ding hier. Ah, jetzt kommen noch zwei Stück von. No! Nicht auf mich! Boah, können wir mal weggehen. So, einer ist weg. Aber der mag mich anscheinend begrenzt. Ich meine, der folgt mir ständig. Vielleicht möchte der was haben. Vielleicht ein Lolli oder so. Steckt man ja nicht drin. Also in dem Lolli. Noch jemand? Da war doch eben noch so eine Lebensaufladestation. Da müsste ich jetzt eigentlich nochmal hin, aber ich glaube, ich lasse es einfach mal. Weil ich nicht glaube, dass das so dermaßen knapp werden würde. Und falls ja, dann ist es mit einem gewissen Restrisiko verbunden. Oh, da daneben. Zack. Dass ein Schuss ausreicht. Ich meine, das ist ja schön. Muss man halt nur einen fangen. Und einen treffen. Ja, gut. Ja. Ah, Entschuldigung. ...009. Gibt es Hinweise? Den haben wir noch gar nicht gemacht hier, den Nicolas Haag. Der hat bestimmt eine Kaffeesorte erfunden.
Mr. Haag, wir haben den Code für das Schließfach im Reaktorkomplex wunschgemäß zurückgesetzt. Der neue Code lautet 492. 492, alles klar. Die bei weiteren Problemen können Sie sich jederzeit gerne wieder an uns wenden. Hallo, Sicherheitsabteilung der Phobos-Labors. Ich habe den Code für das Schließfach im Reaktorkomplex vergessen. Können Sie mir die Code bitte zurücksenden? Naja, nichts Überraschendes jetzt. Hallo, das Programm Hypotheken hält, wurde speziell für den einfachen Vergleich von Hypotheken-Refinanzierungsangeboten entwickelt. Füllen Sie nur ein Formular aus und lehnen Sie sich entspannt zurück. Unsere Schulden- und Hypothekenberatungsexperten kontaktieren Sie direkt, um Ihnen das beste Angebot für die Refinanzierung Ihrer Hypothek zu unterbreiten. Es ist unser Ziel, Geldgeber und Menschen wie Sie zusammenzubringen. Fordern Sie jetzt gleich ein Angebot für die Refinanzierung Ihrer Hypothek an. Boah, ey, gibt's hier sogar Spam-Mails in Spielen drin, ne? Meine Güte. Das geht ja nicht, das kann nicht angehen. Gut. Hier ist aber sonst auch eher, sagen wir es beim Namen, hier ist nix. Aber warum? Warum ist denn nix? Ich meine, wir haben einen PDA gefunden. Sollten wir nicht mehr haben? Sollte es das sein, was wir finden? Was habe ich gesagt? 4 irgendwas? Miles. Das ist falsch. 492. Wusste ich's doch. Ich wollte es nur nicht zugeben. 492. Das ist schön. Alles meins. Kann ich alles mitnehmen. Das heißt, wenn ich irgendwo Sachen fehlend habe, heißt das, ich habe die Waffe auch benutzt. Das ist schon mal gut. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Und jetzt, ist toll. Und jetzt, was habe ich jetzt davon? Habe ich jetzt etwa was übersehen da oben in dem Büro? Es wäre etwas uncool. Da müssen wir mal schauen hier. Wahrscheinlich laufe ich gerade komplett falsch. Ich meine, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, dann in Anführungsstrichen komplett falsch zu liegen, ist auch interessant. Muss man auch erstmal schaffen. Ich meine, man liegt ja immer falsch, aber dass man dann verschiedene Abstufungen noch von falsch braucht in dem Augenblick. Hier ist so, weil kaputt ist, dann ist da unten bestimmt auch. Beide unten ist ja nicht kaputt. Sieht nur so aus. Ich glaube nicht, dass hier jetzt plötzlich irgendwas geöffnet ist. Außer natürlich, man möchte sterben. Wobei, kann man hier sterben? Nee, hier war ich ja schon. Hä? Lift rufen. Ja, nee, warte. Wo kommt der Lift jetzt her? Von oben? Also von oben. Hä? Muss ich hier sein? Ich glaube ja nicht. Na, Lift. Ich glaube echt nicht, dass ich hier hin muss. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Eine Erkenntnis, die einen irgendwann einholt. Ja, aber was mache ich denn dann hier? Ich meine, Reaktor und so ist schön, aber... Ne? Also, rufen wir, aktivieren. Die Frage ist gerade ein bisschen, wie komme ich dahin, wo ich eigentlich am Anfang war? Ich habe den Eindruck, das ist gar nicht mal... Obwohl, wenn ich jetzt hier hochfahre, dann passt es ja schon wieder hoch. Das fahren. Peng. Ne, warte, hier... Genau, hier war ich drinne. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Kann man hier noch irgendwas machen? Da haben wir den Code drinne. Hier mal ein bisschen das Leben. Hier ist sonst ja nichts anklickbar. Keine überdimensionierten Flächen, wo man draufklicken soll. Hier ist auch noch zu. Mensch, ist ja schlimm. Das sind Zustände. So. Wo muss ich denn dann lang? War ich hier schon? Hier war ich natürlich schon. So ist sie nicht. Hier ist aber auch mal nix, ne? Das ist, hä? Ich verstehe das gerade mal nicht. Was haben wir denn als Auftrag?
ist die Frage, wo steht das? Privat. Okay, fahre den Hauptreaktor ins Phobos-Labor herunter. Wie soll ich das denn herunterfahren? Ich habe da doch keinen Knopf für. Oder habe ich den übersehen bisher? Ich meine, noch mehr raus können wir nicht, weil wir hier gerade erst angekommen sind. Mit dem Ding. Das ist genau das gleiche. Alles klar. Hier waren wir ja auch schon. Hier haben wir alles mitgenommen. Warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Da waren wir überall. Ich muss zu dem Reaktor hin, damit ich es kaputt hauen kann. Das wäre ein Geländer. Ah, ständig. Wie soll ich den denn zerstören können? So ja wohl nicht. Und hier hinten, was ist hier hinten denn noch? Hier ist alles wieder gesperrt, das Zeugs. Genau, hier war ja das, was uns nicht wirklich geholfen hat. So, mach den Platz frei. Nee, ist immer noch zu. Meine Güte, ey, was ist denn jetzt hier los? Was eintippen hier? Nee, kann ich gar nicht. Aha. Ja, weiß ich nicht. Muss ich ja zugeben. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich fahre dann nochmal runter und dann gucke ich mir das nochmal von unten an. Vielleicht eröffnet sich dadurch ja eine ganz neue Sicht auf die Dinge hier in diesem Spiel. Ich bezweifle es mal ein bisschen, aber warum nicht? Achso, wir sind da. Haha. Dass es so schnell gehen muss. Das heißt, wir können da ganz nach unten. Das haben wir auch schon gemacht. Ohne, dass es mir großartig aufgefallen wäre, dass wir plötzlich hier ganz am unteren Ende wären. Aber mein Gut, warum nicht? Da waren wir drinnen. Ja, ich weiß ja auch nicht so ganz. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle eh mal eine kleine Aufnahmepause, weil reicht. So, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen bei Doom 3 Resurrection of Evil. Hier die Auferstehung. Vom Weihnachtsmann, sag ich mal. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.